Spieltage 13 und 14, das große Finale. Und damit herzlich willkommen zur letzten Folge der Yu-Gi-Oh! Ticket Draft Liga. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute entscheidet sich alles. Wie immer, der Hinweis an euch. Solltet ihr keine Ahnung haben, was eine Yu-Gi-Oh! Ticket Draft Liga ist, vielleicht seid ihr neu auf dem Kanal, vielleicht seid ihr neu bei dem Projekt, alles gar kein Problem. Ich empfehle euch aber, zumindest einmal kurz in das Regelvideo zu schauen. Das habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist auf jeden Fall wichtig, um zu verstehen, was abgeht. Es ist nicht sehr lang, es ist recht kompakt. Habe mich da mit dem Gründer der Liga, mit dem guten Simon, unterhalten. Wir sind über das Wichtigste drüber gegangen. Wie gesagt, schaut da kurz rein, dann wisst ihr auch genau, was hier passiert. Falls euch die vorherigen Spieltage interessieren, sind alle auf meinem Kanal, alle in einer entsprechenden Playlist. Schaut da sehr, sehr gerne rein. Aber ohne weitere Umschweife gehen wir jetzt direkt in die Action. Wir haben ein brandneues Set, das letzte Set dieser Liga. Wir haben zwei Spieltage, die alles entscheiden, wer diese Liga gewinnen wird, wie die anderen Platzierungen ablaufen werden. Und ja, dann gucken wir doch erstmal direkt, wie eigentlich die Tabelle nach 12 Spieltagen aussieht. Ich stehe souverän auf dem ersten Platz mit 30 Punkten und 6 Punkten Vorsprung vor dem guten Lukas. Ich stehe 10-2 nach 12 Spieltagen, bin seit dem ersten Spieltag Tabellenführer. Und es sieht alles danach aus, als würde ich diese Liga souverän nach Hause fahren können, aber es ist immer noch nicht vorbei. Wie gesagt, Lukas 6 Punkte hinter mir, der Einzige, der mich noch einholen und tatsächlich auch überholen kann, je nach Differenz dann zwischen uns. Also bei Punktgleichheit entscheidet dann die Differenz. Timo und Leo sind auf Platz 3 respektive 4 mit 21 Punkten, kämpfen nur noch um Platz 2. Henry mit 18 Punkten auf Platz 5, Andy hat 15, ist 6. Auf dem vorletzten Platz haben wir Emro mit 12 und Sven abgeschlagen mit 3 Punkten am Ende. Also, es sieht alles danach aus, als würde ich diese Liga gewinnen können. Alles ist in meiner Hand. Ich brauche einen Sieg aus 2 Spielen oder ich brauche eine Niederlage von Lukas aus 2 Spielen. Man muss aber dazu sagen, dass Lukas und ich am letzten Spieltag gegeneinander spielen. Bedeutet, sollte ich jetzt am 13. Spieltag verlieren und Lukas gewinnt, dann droht das direkte Duell um den Ligasieg. Das wäre natürlich perfekter Content. Trotzdem war mein Ziel Nummer 1, das Ganze zu vermeiden. Ich wollte das Ding einfach nach Hause fahren. Und ja, die Möglichkeit dazu hatte ich, wie gesagt, jetzt am vorletzten Spieltag. Und der Gegner, den ich dafür überwinden muss, heißt Emre. Auf dem Papier eine sehr leichte Aufgabe. Emre immerhin Vorletzte der Tabelle mit lediglich 12 Punkten. Allerdings habt ihr ja in der Hinrunde gesehen, da konnte ich Emre zwar besiegen, aber sehr, sehr, sehr knapp mit 2-1. Das war ein unfassbar enges Match. Und, falls ihr euch an die letzte Folge erinnert, Emre gerade erst Lukas geschlagen, meinen stärksten Verfolger. Also Emre definitiv niemand, den man unterschätzen darf. Und auch jemand, der einen guten Kartenpool hat und der immer für einen richtig guten Win zu haben ist. Also habe ich ihn auf keinen Fall unterschätzt und bin zwar mit gesundem Selbstbewusstsein, aber auch nicht mit Übermut in die Sache reingegangen. Lukas spielt gegen Sven, also auch auf dem Papier eine einfache Aufgabe für ihn. Sven ja Tabellenletzter mit lediglich 3 Punkten. Das bedeutet, da auf eine Überraschung zu hoffen und dass Sven mir die Liga gewinnt, darauf konnte ich nicht hoffen. Klar, es ist alles möglich, es war Sven auf jeden Fall zuzutrauen. Aber ja, wie gesagt, ich hatte es in der eigenen Hand, ich musste es selber machen. Und ja, die anderen beiden Spieltage waren dann Andy gegen Henry und Timo gegen Leo. Da ging es dann darum, wer sich Platz 3 sichert und wie. Das sind ja alles direkte Verfolgerduelle gewesen, wer so die Plätze 3 bis 6 belegt. Aber bevor wir direkt ins Spiel hüpfen, haben wir natürlich noch das letzte Set dieser Liga. Und ihr seid bestimmt gespannt, welche Karten in diesem Set in die Liga gebracht wurden. Und ich will euch gar nicht weiter auf die Folter spannen und zeige euch einfach mal direkt, was wir dann noch bekommen haben für die letzten beiden finalen Spieltage. Und der Name dieses letzten Sets lautet Hope for Tomorrow. Ein schöner Name zum Abschluss dieses Projekts, der die Hoffnung offen lässt, eines weiteren. Und ihr wisst ja, habe ich euch schon öfter erzählt, es gibt auch eine zweite Season, die spiele ich auch gerade. Aber dazu am Ende des Videos noch einmal mehr. Relevant ist jetzt das letzte Set der ersten Season, Hope for Tomorrow. Was haben wir da drin? Wie immer gibt es Secret Rares, Ultra Rares, Super Rares, Rares und Commons. Und auch wie immer verlinke ich euch die Kartenliste noch einmal in der Videobeschreibung. Gehe jetzt hier noch einmal Karte für Karte die Namen durch. Wenn ihr euch das in Ruhe angucken möchtet, euch die Karten alle durchlesen möchtet, könnt ihr das auch über den Link in der Videobeschreibung machen.
Zwei Secret Rares in Hope for Tomorrow, die da wären Ring of Destruction, wichtig in der erraterten Version, sowie alle Karten, die released wurden. Trishula, Dragon of the Ice Barrier, ist die zweite Secret Rare. Die beiden Ultra Rares sind Elemental Hero Stratos, Thunder King Ryo, Dark Rebellion Exceeds Dragon und XX Saber Hyundai. Die Super Rares in dem Set sind Kaios the Shadow Monarch, Deep Sea Diva, Lost World, Pantheism of the Monarchs, Riser the Storm Monarch, Elemental Hero the Shining, Ghost Trick Alucard, Mastroke the Symphony Djinn, Number 61 Volcasaurus und Stardust Dragon. Und dann haben wir noch einige Rares, die da wären Arisen, Gaia the Fierce Knight, Ancient Forest, Gallus the Star Beast, Garum the Storm Vassal, Goblin Zombie, Lucius the Shadow Vassal, auf Deutsch ist es Vassal, ich weiß nicht, wie es im Englischen ist, also verzeiht mir die schlechte Aussprache, Neos Fusion, Pre-Preparation of Rites, Rampaging Rhinos, Rescue Cat, Sea Lancer, Super Soldier Soul, The Melody of Awakening Dragon, Thunder Dragon Fusion, Threatening Roar, X-Saber Air Balloon, Ardroys, Keeper of Armageddon, Amadis, Keeper of Boundaries, Gaia Dragon the Thunder Charger und Thunder Unicorn. Dann haben wir noch jede Menge Commons. Und die Commons sind Bullblader, Kaninator, Disciple of the Forbidden Spell, Elemental Hero Ocean, Elemental Hero Woodsman, Envoy of Kite of Chaos, Evening Twilight Knight, Fishbog Archer, Getsu Fuma, Giant Rex, Nimble Sunfish, Oystermeister, Super Ancient Deep Sea King Coelacanth, Tyranno Infinity, Ultimate Tyranno, Unihorn Familiar, Unshaven Angler, Vampire Dragon, Vampiric Koala, White Knight Dragon, XX Saber Dark Soul, Megalosmasher X, Ascending Soul, Chaos End, Cyber Wrath System, Dark Magic Curtain, Earthquake, Fifth Hope, Final Gesture, Recurring Nightmare, Surface, The Law of the Normal, Unicorn Beacon, Arrival Appears, Abyss Strong, Accumulated Fortune, Backup Soldier, Chitonian Polymer, Counter Counter, DD Dynamite, Different Dimension Encounter, DNA Surgery, Draining Shield, Drop Off, Fairy Wind, Fish Depth Charge, Full House, Heroes Rules 2, Liberty at Last, Naturia's Sacred Tree, Super Soldier Rebirth, The Return to the Normal, Trap of the Imperial Tomb, Vampire Domination, Lightning Tricon, Mistbird Clausulas, Red Dragon Archfiend, Voltic Bicorn, Vortex the Whirlwind, White Aura Dolphin, White Aura Whale, Battle Boxer Cheat Commissioner und Gauntlet Launcher. So, wenn ihr meine letzten Parts geguckt habt, dann wisst ihr, dass ich jetzt normalerweise erstmal ein bisschen genau auf das Set eingehen würde und euch dann meinen Draft zeigen würde. Das mache ich heute ein bisschen anders, ganz einfach aus dem Grund, dass ich euch keinen wirklichen Draft zeigen kann, denn wir haben ja im Laufe der Season immer wieder Tickets neu zur Verfügung bekommen, je nachdem, ob wir die Spieltage gewonnen haben. Und da ich ja relativ viel auch gewonnen habe, habe ich natürlich relativ viel Tickets im Laufe der Saison verdient. Und tatsächlich hatte ich jetzt am letzten Spieltag so viele Tickets, dass ich mir eigentlich jede Karte holen konnte. Also ich hatte zum Beispiel nur 4 Secret Rare Tickets, dann habe ich mir 3 Ringe und eine Trishula geholt. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, von Holos auch jede Karte im Playset bekommen. Von den Commons habe ich, glaube ich, 2 oder 3 Karten nicht genommen. Den Rest habe ich auch geholt im Playset. Bedeutet, wenn wir jetzt durch die Karten gehen, geht davon aus, dass ich, Verfügung über jede Karte habe, da ich einfach noch genug Ressourcen hatte, um alle Karten mitzunehmen. Und ja, Ressourcen aufheben war natürlich überhaupt kein, gab keinen Grund dafür, weil es gab ja kein Set mehr danach, also die Liga war danach vorbei. Bedeutet, ich habe einfach alle Tickets auf den Kopf gehauen und da sind dann so gut wie alle Karten bei rumgekommen. Dementsprechend spare ich mir, euch meinen Draft zu zeigen, sondern gehe einfach nur allgemein über das Set nochmal drüber. Und
ja, wie gesagt, in Secret Wars sehen wir eben mit Hysula, natürlich eines der besten Synchromonster, was hier rausgebracht wurde. Dann den Ring, der finde ich eine ziemlich underwhelming Secret Wars war. Ich meine, der alte Ring wäre insane gewesen, der neue Ring mit dem Rata ist nur so, ne? Dann haben wir aber mit Stratos und Ryo und Kaios und Diva drei oder vier unfassbar gute Karten, Reiser kann man noch dazu nehmen, die man eigentlich in jedem Deck gut reinpacken kann. Generell noch ein paar Karten, die wirklich insane sind, wie die Rescue Cat. Generell wird Synchro immer mehr viable, weil auch zum Beispiel das Stardust jetzt rausgekommen ist und ein richtig guter Fünfer war. Auch wieder ein paar gute Exceeds nachgekommen mit Alucard, Mastroke, dem Volcasaurus und dem Gaia, natürlich auch dem Dark Rebellion. Ja, neue Themen gab es selbstverständlich nicht mehr im letzten Set, und einfach bereits vorhandene Themen wurden nochmal final aufgestockt. Nochmal Monarch Support gekommen mit dem Pantheism zum Beispiel. Die letzte Thunder Dragon Karte, die wir bekommen haben, ist die Thunder Dragon Fusion. Colossus oder Titan haben wir nicht bekommen, dafür haben wir noch den Trinidad Donnerdrachen und die ganzen anderen Donnerdrachen, um Blödsinn damit zu machen. Auch das ist ja eine Möglichkeit für mich vielleicht zu spielen, ich habe ja auch alle Karten mitgenommen dafür. Noch ein bisschen Fish Support mit dem Sea Lancer und der Diva, wir haben bei den Commons noch einiges gesehen. Nochmal ein finaler E-Hero Support, nochmal Synchros für viele Möglichkeiten und nochmal allgemein ein paar Spells und Traps. Nicht wirklich das impactvollste Set, würde ich sagen, also nicht so der große Gamechanger, aber ein paar Sachen, die ist final spielbar. Dino hat auch nochmal ein bisschen Blödsinn bekommen, vor allen Dingen eben den, nochmal den Tyranno. Ist der in den Commons-Satz gerutscht? Hast du den Tyranno gepackt? Simon, Superconductor-Tyranno. Ah, jetzt ist der Ultimate-Tyranno. Superconductor, der war logischerweise nicht drin. Aber ja, nochmal ein bisschen Dino-Support war auch dabei. X-Saber hat noch ein bisschen was bekommen. Und allgemein, ja, hat man jetzt sehr, sehr viele Möglichkeiten, die verschiedensten Decks zu spielen. Diese Möglichkeiten habe ich natürlich auch gehabt. Und für was für ein Deck ich mich entschieden habe, was ich gegen Emre gespielt habe, das zeige ich euch jetzt direkt im Deck-Feature. Und dann geht es auch schon in den ersten von den beiden letzten Spieltagen. Schuster, bleib bei deinen Leisten, beliebt man ja zu sagen. Und genau dieses Motto habe ich mir zu Herzen genommen und spiele ein Deck, was ich die letzten Tage sehr ähnlich so gespielt habe. Ein Beta und Anti, trotz der ganzen neuen Supportkarten, die ich euch gerade eben gezeigt habe. Ja, berufe ich mich auf altbewährtes, und man muss ja auch ganz klar sagen, der Erfolg gibt mir bis hierhin ja recht. Mit einer Bilanz von, wir haben jetzt 12 Spieltage, also 10-2. Gibt es keinen Grund, an was an meinem Approach zu ändern. Und ich habe natürlich ein paar der neuen Supportkarten eingebaut, zum Beispiel die drei Stratos hier. Falls ihr euch jetzt fragt, was soll ich, bin ich denn mit Stratos, wenn ich keinen anderen Elementalen spiele? Ja, das Ding ist einfach ein 1-8er Beta, der plus 1 macht, sich selbst sucht und wenn das Special kommt, eben noch Spell Traps zerschießt, wenn man einen zweiten Stratos hat. Und ich meine, gerade mit Triple Reborn, das ist etwas, was häufig mal passieren kann. Deswegen war ich eigentlich ein großer Fan von dem Stratos in dem Deck. Die drei Ringe sind auch Teil der neuen Karten, die dazugekommen sind. Und ansonsten ist das Deck ziemlich basic. Sieht ähnlich aus wie das Deck der letzten Spieltage. Super stabiles Beatdown-Deck. Normal Summons, die entweder den Gegner stören oder plus 1 machen. Also Mimuleo, Stratos, die plus 1 Karten. Grand Mole, um Monster zu entsorgen. Die Royal Lady als Monster Removal. Ryo einfach als Out. Kaios als universelles Out gegen alles. Und ein Side-Deck, was hoffentlich alles abdeckt, mit Triple Riss, Triple Crow, Noblemans, Pullings und ein paar Monarchen, die je nach Matchup für die Kaios rein können. Soweit das Deck gegen Emre, in der Theorie super stabil. Das sollte doch für ein Match und damit den Titelgewinn reichen, oder? Gehen wir doch mal direkt ins Match und gucken rein, ob dem auch so war. Jetzt geht's um alles. Spieltag 13 gegen Emre. Bei einem Sieg kann mir den Ligasieg niemand mehr nehmen. Also, let's go. Das muss jetzt ein gutes Spiel werden. Es geht auch mit einem guten Omen los. Ich gehe in Rock, Paper, Scissors. Lass der Emre anfangen. Ich finde, ich würde die Karte mehr auf jeden Fall haben, auch wenn mein Deck Going First sicherlich nicht schlecht ist. Wir sehen hier ein Murmeleo Opening, nicht Murmelo, ich bin kein Gladi. Ein Murmeleo-Opening hätte ich hier gehabt, aber ich entscheide mich dazu, Emre anfangen zu lassen. Ich denke, das ist eine stabile Entscheidung. Und dann schauen wir mal. Emre aktiviert direkt Pantheismus der Monarchen. Ja, Monarch-Spells sind jetzt im Spiel und mit dem kann man ein bisschen was machen. Und er wirft direkt Tenacity ab, kann zwei Karten ziehen und kommt ja also direkt gut rein und nochmal die Rescue Cat. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe mich für einen sehr stabilen, konstanten Stil entschieden. Aber wenn man explosive Karten spielt wie Rescue Cat, dann kann einen das belohnen. Und Emre hat eher den Approach. Normalt hier die Rescue Cat.
überlegt, was er sich suchen kann und sucht hier Air Bellum und Dark Soul, eine Mini Excalibur Engine. Natürlich super mit der Katze, hat jetzt ein Level 6 Synchro, kann in der Endphase für Dark Soul suchen. Das sieht alles sehr, sehr gut für Emra aus hier. Und geht jetzt hier in einen Stardust Charge Warrior. Interessante Option, lässt ihn einfach noch eine weitere Karte ziehen, lässt ihn tiefer in sein Deck gehen. Und was man jetzt hier erwähnen kann, ist, dass Emre den zweiten Effekt von Pantheismus noch gar nicht aktiviert hat. Dürfte sie jetzt verbannen, um sich eine Monarch Spell und Trap zu suchen. Hat sich dagegen entschieden. Warum jetzt genau, weiß man nicht. Vielleicht keine Ziele mehr. Vielleicht auch einfach vergessen. Naja, in jedem Falle das noch bemerkenswert. Setzt jetzt hier einfach nur zwei Backrow. Denkt an seine Dark Soul und sucht sich hier jetzt einen weiteren Air Bellum auf die Hand. Sehr, sehr explosiver Start von Emre. Allerdings, ich habe Mimileo, ich habe Smashing Ground, ich habe viele Traps. Sieht doch alles recht machbar aus. Normal hit die Mimileo, hol mir eine BTH auf die Hand. Smashing Ground in den Stardust Charge Warrior weg und gehe erstmal für 1-6 rein. Also bislang macht mein Deck genau das, was es soll. Stabile 1-1-V1 Trades, Feldkontrolle und Fallen legen. Jetzt nehmen wir eine Dionir bei Emre, also auch eine Traplex Engine in seinem Deck. Also jetzt schon quasi drei verschiedene Engines mit Monarch, Excalibur Katze und Trapchick. Wildes Deck auf jeden Fall von Emre. Dionir kann aber Mimileo überrennen. Von daher, auch wenn sie so nicht viel macht, ist sie gerade effektiv. Und ich muss meine Selkurezer Rüstung verwenden, denn ich möchte die Mimileo auf dem Feld behalten, um meine Kontrolle zu bewahren. Ich könnte jetzt hier auf eine Random Backrow Kaiusen, allerdings ist das sicherlich noch nicht der ideale Play. Deswegen greife ich einfach mit 1-6 an. Ist stabil, bin aber immer noch in einer schönen Position, kann hier einfach eine weitere Falle setzen und abgeben. Und von Emre muss jetzt langsam mal was kommen. Und jetzt fällt Emre offenbar ein, dass Pantheismus noch einen zweiten Effekt hat. Zeigt mir jetzt Prime, Prime und Prime vor. Dadurch wird ihm Prime geaddet. Dann hat er vermutlich noch einen Pantheismus auf der Hand. Nein, er wollte es. Okay, dann hat er sich einfach nur so die Prime gesucht. Nochmal beschwört hier eine weitere Rescue Cat, ja, und langsam wird das schon ein bisschen brutal. Beschwört hier Dark Soul und Hane Hane, ja, aus dem allerersten Set. Wird auch im letzten Set noch gespielt, ist ein Cat-Target, kann man natürlich machen. Allerdings hat Emre jetzt keinen Tuner auf dem Feld, das heißt, mit den beiden kann er so erstmal nicht viel machen. Setzt auch tatsächlich nur eine Backrow und lässt beide down gehen. Also, das war jetzt nicht die effektivste Katze, kriegt aber auch wieder einen Dark Soul Search. Nein, kriegt er nicht, weil er kein Target mehr im Deck hat. Okay, also der Zug war alles andere als optimal vom guten Emre. Ja, da hat er einfach ein paar Ressourcen aus dem Deck genommen. Und von daher sieht es doch hier wirklich nach wie vor richtig, richtig gut aus. Ich kann einfach wieder mit der Mimileo pouncen. Krieg jetzt aber die Mirror Frost ab. Und jetzt habe ich das Problem, dass ich kein zweites Monster gezogen habe, das ganze Game über. Und das bedeutet, obwohl Emre hier gerade ein paar Ressourcen verschwendet hat, kann ich jetzt keinen Druck mehr ausüben, da mir das Monster fehlt. Und das könnte mir um die Ohren fliegen bei einem aggressiven Deck wie Emrys. Und er topdeckt seine Mimileo, was richtig, richtig gut ist. Er kriegt die WTH gegen ein Monster von mir und hat jetzt Feldpräsenz auf seiner Seite. Das ist definitiv nicht optimal. Ich lasse die Mimileo durch. Ich hätte sie mit Mirror Frost oder BTH, BTH hätte ich nichts gegen Mimileo machen können, weil es ja Uneffective bei Trapholds. Aber eine Mirror Frost hier verschwenden ist definitiv nicht der Play. Von daher legitim, dass ich es durchlasse. Ich ziehe einen zweiten Kaius, der hier jetzt ja gerade nicht wirklich gut kommt. Ist tot. Ich setze die Saku, um jetzt die Mimileo potenziell aufzuhalten. Geht in die Battle Phase, er greift an und rennt jetzt in meine Sakurezer-Rüstung. Und ja, selbst wenn ich jetzt ein Monster topdecke, wir wissen ja, die BTH ist unten. Und Emre beginnt jetzt mit dem Powerplays. Hier haben wir nämlich die weitere Dionir, die jetzt Mimileo als Ziel hat. Ihr wisst ja, BTH und Mirror Force unten. BTH macht gerade gar nichts dagegen. Und mit Mimileo kann er jetzt eine Spell Trap schießen. Das ist auf jeden Fall gut. Und er trifft die Mirror Force. Er gewinnt die 50-50. Und die Position, die bis eben noch richtig gut aussah, sieht jetzt gar nicht mehr gut aus. Jetzt wird noch eine Tenacity geflippt. Das heißt, er hat wohl einen Monarch auf der Hand. Da ist der Kaius. Kann sich eine weitere Monarch-Spell holen. Wir wissen ja, dass Prime potenziell auf der Hand ist. Vielleicht hat er Prime aber auch verdeckt gelegt. Sucht sich hier Pantheismus. Aktiviert Pantheismus. Wirft eine Tenacity ab. Dann hat er Prime wohl wirklich verdeckt gesetzt. Und zieht jetzt zwei weitere Karten. Und ja, der Vorteilszug bei Emre rollt. Und obwohl das am Anfang ein bisschen ja, weird aussah, die Deckkomposition, macht sich jetzt einfach die Explosivität seiner Karten doch bezahlt. Aktiviert auch direkt den Findus-Effekt von Tenacity, von Pantheismus. Zeigt mir zwei Prime und ein Pantheismus. Und ich gebe ihm hier ein Prime.
Weiß nicht, ob das die richtige Wahl war. Macht aber nicht den großen Unterschied. Und jetzt wird auch noch sein verdecktes Prime aktiviert, was ihm erlaubt, zwei Monarchzaubern fallen ins Deck zu mischen, um eine weitere Karte zu ziehen. Ja, ihr seht schon, Emre macht in jedem Move mehr Plus. Jetzt kommt noch ein Nightbeam von der Hand, snipet meine BTH. Und auf einmal muss ich sagen, ja, das sieht ganz, ganz, ganz schwer aus, da rauszukommen. Ich ziehe eine weitere Fallenkarte. Langsam könnte wirklich mal ein Monster kommen, aber wir wissen auch immer noch, die BTH liegt face down. Das ist nicht die beste Position, in der man sein könnte. Emre zieht weiter auf, dreht seinen Mumleon-Angriff, greift mit Deioneer an. Ich bin jetzt hier gezwungen, glaube ich, meine Mirrorforce zu aktivieren. Ja, aber ja, beide Monster haben schon ihren Plus gemacht. Emre hat noch eine Normal-Sum. Normal ist einfach eine weitere Mumleo. Und es ist wirklich Wahnsinn, wie sehr er gerade snowballt. Und ich komme hier einfach gar nicht mehr raus. Ich habe noch eine BTH und ich ziehe jetzt in den Raio ungefähr 8 Züge zu spät. Ich weiß, die BTH liegt da, aber ich habe auch nichts wirklich in meinem Main Deck, um Fallen zu kontern. Vielleicht auch das ein Deckbuilding Error. Keine My Body is a Shield oder ähnliches. Raio fällt hier in die BTH und ich smashe hier die Mimuleo weg. Das sind schon sehr, sehr verzweifelte Plays, aber ich muss irgendwie meine Lebenspunkte schützen. Aber wir sehen bei Emre 7 Handkarten. Ich glaube, er hat auch immer noch Monarchs bei den Traps im Friedhof. Ne, nur eine. Also kann damit Prime gerade nicht komplett recyceln. Jetzt sehen wir hier Normes haben ein Erbellum. Damit könnte er mir eine Handkarte nehmen. Daher bin ich gezwungen, den Erbellum hier zu ringen. Das bringt ihn ziemlich low. Aber wir wissen, er hat noch eine BTH auf der Hand. Die wird jetzt wahrscheinlich Set gehen. Kommt eine Set-Karte, vermutlich die BTH. Heißt, selbst wenn ich ein Monster ziehe, ich muss jetzt nur eine Mimuleo ziehen, weil die könnte ja nicht BTH werden. Und ich ziehe einen weiteren Raio. Überlegt euch mal, die Raios wären früher gekommen, hätte ich die ganzen Searches denyen können, aber sie kommen leider zu spät. Normal beschwöre ich hier den Raio, der fällt wie erwartet in die BTH. Ich habe keinen weiteren Play mehr, da nur zwei Kaiose auf der Hand. Normals haben einen weiteren Erbellum von Emre und ja, was soll man dazu sagen, geht für 1-6 rein, nimmt mir jetzt einen der beiden Kaiose auf der Hand und ich habe so gut wie nichts mehr. Das wird jetzt eine ganz, ganz langsame und schmerzhafte Niederlage. Weitere Setkarte bei Emre. Und ich ziehe einen Stratos. Ja, das sind eben die Karten, die ich früher hätte gebrauchen können. Stratos ist ein Infinite Monster Supply. Selbst wenn der BTH wird, holt er mir eben einen weiteren. Aber ja, kam nicht früh genug. Emre zündet auch direkt einen TT auf den Stratos. Sieht jetzt hier vielleicht ein bisschen verschwenderisch aus, weil er im Endeffekt minus 2 macht mit dem TT. Aber ich sehe es trotzdem, warum er es tut. Denn ich habe kaum noch Karten. Er ist sowieso massiv im Vorteil. Und er braucht nur 2 Angriffe mit durchschnittlichen Monstern und hat mich einfach besiegt. Und deswegen denke ich, das ist hier der sinnvolle Play. Normalt hier einfach eine Hexe. Greift für 1-1 direkt an. Und ja, jetzt brauche ich schon einen richtig guten Top-Deck und ziehe in ein Reborn. Das ist wahrscheinlich ein Insider-Top-Deck. Jetzt habe ich hier wirklich sehr, sehr viele Optionen. Also mal gucken, wie mein Extra-Deck aussieht. Okay, ich sehe mein Extra-Deck jetzt hier nicht leider. Ich habe auf jeden Fall ein paar Synchro-Optionen. Ich könnte dann Erbellum reborn. Ich könnte mir hier noch einen Stratos holen. Ich könnte mir 2 Stratos was schießen. Ich könnte mit Mumleo was schießen. Habe hier auf jeden Fall viele verschiedene Optionen. Aber mein erster Play ist erstmal den Stratos normen. Natürlich. Mit dem dritten Stratos suchen. Und jetzt denke ich, müsste ich hier mit Reborn Druck machen. Einfach um. Ich gucke gerade, habe ich einen potenziellen Game-Shot? Ich glaube auch. Ich könnte. Ne, auf Game komme ich hier nicht ganz. Also ich könnte einen Kaius holen, dann würde ich 1-3 Damage machen. Ne, also auf Game komme ich hier leider nicht. Aber ich kann auf jeden Fall aggressive Plays machen, auch mit Mumileo oder Stratos. Und überlege hier wirklich, wie ich das handhaben soll. Und entscheide mich aber dazu, einfach abzugeben. Ich greife die Hexe nicht an. Mein Gedanke dabei war ganz klar, denke ich zumindest schon eine ganze Weile her, aber mein Gedanke war, dass ich hoffe, dass ich noch eine Runde überleben kann und dann eventuell mit Kaius und Reborn einfach einen Game Push machen kann. Und ja, habe hier sowohl um eine Battle Trap rumgespielt, als auch um den Hexen Search. Dachte, das ist ja, das ist der stabilere Play. Allerdings war das ein großer Missplay, denn ich habe den Kaius aus seiner Hand doch schon gesehen. Ja, jetzt im Nachhinein fällt es mir auch auf. Mit Tenacity hat er mir den Kaios vorgezeigt, ist schon ein paar Runden her. Und ich wusste, der Kaios ist hier Game. Und deswegen scoop ich auch, sobald ich den Kaios sehe, den ich eigentlich schon gesehen habe. Ja, da hätte ich einen Push machen sollen. Ob es einen Unterschied gemacht hätte, weiß ich nicht. Aber es wäre auf jeden Fall besser gewesen, als einfach abzugeben und damit safe zu verlieren. Ja, nicht meine stolzeste Stunde, gebe ich zu. Aber ich habe ja noch die Möglichkeit, das Game rumzureißen.
Ich sehe auf meiner Starthand 2 Reborn, 2 Grand Maul. Habe ich ihn wieder anfangen lassen? Ja, ich habe ihn wieder anfangen lassen. Er startet wieder mit Tenacity. Zeigt mir einen Riser vor. Sehen also eine nicht unbedingt kleine Monarch Engine. Holt sich Tenacity auf die Hand. Was er nicht darf, weil Tenacity sich nicht selbst suchen darf. Das realisiert er hier auch. Und sucht sich stattdessen einen Pantheism. Okay. Scheint aber dann nicht zum Abwerfen zu haben. Normalt einfach ein Erbelum, setzt eine Spell-Type und gibt ab. Okay, wesentlich passiverer Beginn. Ich habe jetzt aber auch nicht die aktivste Hand. Also mir fehlt jetzt hier ein Monster, was wirklich Druck macht. Ich kann jetzt hier den Grand Maul normeln und greife einfach den Erbelum an, in der Hoffnung, beide hochzuschicken. Das ist okay, ich mache mich jetzt offen für einen direkten Angriff, aber ich habe Ring und Mirror Force, um das gegebenenfalls zu kontern. Von daher war der Play, denke ich, hier kein falscher. Immer zieht auf 5 Handkarten und hat die Prime getoppt Deck für Pantheismus. Ja, das muss ziemlich nice sein, war wahrscheinlich der beste Top Deck in seinem Deck. Weil jetzt hat er Prime im Friedhof, jetzt kann er Pantheismus aktivieren, hat 2 Karten gezogen. Das war natürlich exzellent. Zeigt mir hier 2 Tenacity und Pantheism. Ich gebe ihm den Pantheism auf der Hand, denn ich weiß, er hat einen Monarch auf der Hand. Und wenn ich ihm jetzt Tenacity gebe, gebe ich ihm einfach nur eine Monarch-Spell mehr im Friedhof. Und er nimmt noch eine Mimileo. Ja, das sieht schon wieder extrem gut für Emre aus. Ja, das ist ziemlich unfortunate, was hier gerade passiert. Die Mimileo geht direkt, ich lasse sie natürlich durch und hoffe jetzt, dass ich ein Monster ziehe, die irgendwie das Mimileo handeln kann. Ich ziehe einen Stratos. Wahrscheinlich der beste Top-Deck, denn er hat die BTH Face Down, aber nochmal, Stratos ist ein Infinite Monster, Fabrik, sage ich mal. Und jetzt auch interessant, wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe, ist das die neue, die Emre gesetzt hat. Er aktiviert aber die andere. Und wir wissen ja, dass er sich BTH mit Mimileo gesucht hat, als die schon lag. Bedeutet, wir wissen jetzt, er hat eine zweite BTH. Kleiner Sequence-Fehler von Emre, da muss man auch drauf aufpassen. Jetzt habe ich nämlich die Information mehr, dass Emre noch eine BTH auf jeden Fall hat. Normalt hier den Airbellum, geht hier aggressiv rein, ist nachvollziehbar. Gut, dass ich mir die Mirror Force aufgehoben habe. Kann die beiden Monster nehmen. Und ja, jetzt muss ich damit rechnen, dass noch eine BTH Face Down kommt oder schon Face Down liegt. Aber nochmal, Stratos fetcht mir einfach noch einen anderen Stratos. Von daher ist das fein. Normal Stratos. Kommt eine Antwort von Emre? Nein, deswegen reborne ich jetzt hier seine Mimileo. Ich weiß ja, Mimileo ist unaffected by BTH und deswegen kann ich eine Karte schießen. Und wir sehen hier den Ring, der gechained wird und der nimmt den Stratos und macht uns beiden ordentlich Schaden. Damit bin ich jetzt schon relativ low, muss man sagen. Und ich habe ja auch noch 2 Ringe selbst. Das ist nicht die beste Voraussetzung. Greife hier für 1-6 an. Setze meinen Ring, gebe ab. Bemerkenswert, dass Emre hier seinen Prime nicht aktiviert. Er könnte Tenacity verbannen und Prime aus dem Friedhof specialen. Hätte ein 2-4er Monster da liegen, was mich blockieren würde. Denkt da nicht dran, gut für mich, sonst hätte ich mich den Schaden nicht drücken können. Setzt hier einfach nur ein Monster verdeckt und gibt ab. Und jetzt kann ich hier natürlich super Druck machen mit meinem Grand Maul, kann ja einfach das verdeckte Monster angreifen, gebe beide auf die Hand und kann wieder mit der Mimileo direkt angreifen. Und Emre scheint wirklich nicht auf dem Schirm zu haben, dass er noch einen Prime im Friedhof hat, sonst hätte er den hier aktivieren müssen. Das ist schon das zweite Mal, dass er damit einen Angriff hätte blocken können, was nicht unwichtig gewesen wäre. Jetzt sehen wir hier die Rescue Cat Normal von Emre. Es gibt keine Priorität für Ignition-Effekte in diesem Format. Wir spielen nach Advanced-Regeln. Deswegen kann ich die Katze hier ringen, was ein sehr guter Ring für mich ist, weil er mir nicht super viel Schaden macht. Und jetzt ist Emre schon ganz schön in der Bredouille, geht auf 2-7 Life, ist hier gezwungen, Darkwood zu aktivieren. Aber ich habe ja noch Reborn, kann mir also die Mimileo wiederholen. Ich denke, das mache ich hier auch direkt. Reborn hier, die Mimileo. Emre zeigt die BTH, die ich kenne, weil er die falsche Feuer aktiviert hat. Genau, ich schieße die BTH, normal hier den Stratos und greife an und scoopt Emre hier einfach. Emre scoopt einfach. Ja, Emre, wenn du dir das anguckst, du hast einen Prime im Friedhof. Das war ein großer Missplay. Ich hätte den Prime outen können mit einem Ring, allerdings erst im gegnerischen Zug, weil das ja der ratete Ring ist. Und Emre wäre hier auf jeden Fall deutlich besser reingekommen, wenn er an den Prime gedacht hätte. Von daher, großes Glück für mich, dass Emre daran nicht gedacht hat und ich kann mir hier den Ausgleich holen. Bin jetzt also nur noch ein einziges Game davon entfernt, die gesamte Liga zu gewinnen. Gewinne ich dieses Game, bin ich Meister der ersten Season. Ja, Emre lässt mich anfangen, was nachvollziehbar ist und ich ziehe leider weder Mimileo noch Stratos, was echt schade ist, auch selbst ein Raio. Also
eine dieser neuen Karten wäre extrem wichtig gewesen. Leider, leider nein. Ich muss mich hier mit BTH Storm Set begnügen. Muss einfach hoffen, dass Emre nicht wieder so eine unfassbar explosive Hand hat und er startet wieder Tenacity mit Kaius. Und ja, hätte ich da jetzt mal einen Raio gehabt, ne? Der wäre echt nice gewesen. Sollte nicht sein. Holt sich Pantheism, hat er wieder Pantheismus und Prime scheinbar nicht. Setzt ein Monster und eine Spell und Trap und gibt hier einfach ab. Und jetzt kommt die Murmeleo. Leider eine Runde später, als ich sie gerne gehabt hätte, aber immer noch in Ordnung. Ich hätte jetzt hier auch den Cyberdrang specialen können, scheine mich aber die Murmeleo zu normeln und wir sehen Pulling the Rug. Sehr, sehr guter Side-Deck-Tag von Emre gegen Murmeleo. Geht ja auch gegen Stratos. Gute Boardkarte. Umso bitterer, dass Murmeleo die 6. und nicht die 5. Karte war, sonst wäre der Effekt nämlich durchgekommen. Ja, ich verliere hier meine Murmeleo. Jetzt kommt Special Cyber Dragon und ich hätte jetzt einen Kaios rüber-tributen können, entscheide mich dagegen und laufe über eine Dark Soul. Ja, da wäre der Kaios, glaube ich, besser gewesen. Ich hätte 1000 Schaden gemacht, ich hätte ihn in Search denied, aber hier den Kaios aufbewahren ist sicherlich auch kein verkehrter Play. Ja, sucht sich hier den Airbellum, normet jetzt die Katze, die extrem stark ist und kann jetzt hier Airbellum und Dark Souls specialen. Hat jetzt ein Synchro-Play, beziehungsweise hat er ihn nicht, da ich den Airbellum BTH'en kann. Bedeutet, der Dark Soul würde in der Endphase verschwinden, also mit dem Friedhof gehen, aber dann hätte er auch wieder einen weiteren Search. Es scheint nur Airbellum als Target zu spielen, von daher ist das in Ordnung. Gehen die Endphase, Airbellum zerstört sich durch den Effekt von Rescue Cat, Dark Soul zerstört sich und sucht sich Airbellum. 5 Handkarten bei Emre. Er ist wieder im Vorteil. Ich ziehe jetzt in meinen Pulling the Rug. Natürlich gegen seine Murmeleo, gegen seine Monarchen. Auch ich habe diese Zeit der Karte gesehen. Drehe jetzt hier meinen Storm um, erwische Pantheismus damit. Das ist ein bisschen eklig, weil jetzt hat er den Friedhofseffekt. Ja, hätte ich mir vielleicht aufheben sollen. Ich hätte aber nicht gedacht, dass er hier einfach den Pantheismus blufft. Greife hier mit dem Cyber Dragon an, setze Pulling, setze Mirror Force, hab Kaios in der Hinterhand. Und das sieht doch eigentlich recht fein aus. Könnte man denken. Und er banisht jetzt aber Pantheismus, wie gesagt. Nicht mein brightester Moment. Und er zeigt 3 Prime vor. Hat er entweder wieder ein Pantheismus getopdeckt. Das wäre natürlich echt nice. Und er hat Pantheismus gezogen. Und beziehungsweise hat er Pantheismus wahrscheinlich schon länger. Da er aber sein anderes Pantheismus gesetzt hat, war die tot. Und dadurch, dass ich gestormt habe, habe ich es ihm wieder live gemacht. Großer Missplay von mir, der Storm. Der hat sich wirklich, wirklich, wirklich gerecht. Das war echt doof. Jetzt denkt er auch daran, dass Prime einen Friedhofseffekt hat. Banished Tenacity, Special Prime und holt jetzt einen Kaios. Ich habe zum Glück mein Pulling the Rug, um zu verhindern, dass dieser Turn ein komplettes Desaster wird. Emre setzt 2 Backrow und passt wieder. Ich ziehe in eine Sakurai zur Rüstung. Das kann ich natürlich einfach mit dem Cyber Dragon angreifen oder ich Kaios. Ich entscheide mich zu ersterem, greife mit dem Cyber Dragon an. Ich gehe sehr, sehr konservativ mit meinen Kaiosen um. Vielleicht ein bisschen zu konservativ, muss ich dann hier sagen. Und passe dann hier weiter an Emre. Emre guckt in seinen Friedhof, aktiviert interessanterweise Prime, mit dem er Pantheismus banished. Er hätte sich ja erst noch was suchen können, aber entscheidet sich dazu, sich erstmal Prime zu machen. Er hätte Prime auch in meinem Zug holen können, um den Angriff zu blocken. Also Emre geht sehr merkwürdig mit der Karte um, hat aber einen Möbius. Und der Möbius ist richtig böse, der erwischt Saku und Mirror Force. Ja, und jetzt bin ich wieder in der Position, der ich in Game 1 war. Ich habe nur noch einen komplett toten Kaios und das ist nicht gut. Ich ziehe in Murmeleo, wahrscheinlich einer meiner besten Top-Decks. Normal sie hier. Emre aktiviert BTH, die verpufft einfach, denn Murmeleo ist unaffected by Trap Cards. Interessanter Play von Emre an der Stelle. Ich suche mir meine BTH und gebe ab. Aber das mattert nicht wirklich, weil auch wenn Emre hier viele, viele Fehler macht, muss man, glaube ich, einfach sagen, dass sein Deck besser ist als meins. Das sieht man hier ganz eindeutig. Es hat mehr Power, es hat mehr Plays, hat mehr gute Karten. Und ich komme mit meinem konservativen Deck einfach nicht hinterher. Ziehe hier in ein Book of Moon, setze das verdeckt. Und ja, werde jetzt hier einfach von dem Möbius ziemlich hart gepeinigt. Jetzt dreht Emre sein verdecktes Pantheismus ab, wirft Tenacity ab, zieht wieder in 2 Karten. Greift mit 2-4 direkt an, ja, setzt noch ein weiteres Monster verdeckt und gibt ab. Und das, ja, ich ziehe hier in den zweiten toten Kaios. Das ist Game 1 all over again, hab nach wie vor keinen Play, muss abgeben. Und ich denke, langsam müssen wir der Realität ins Auge blicken, dass ich das hier nicht mehr gewinnen werde. Möbius greift direkt an, Emre spielt das hier sehr, sehr passiv, setzt noch eine Karte verdeckt. Ich ziehe in einen Ring, der natürlich nichts mehr machen kann.
Emma aktiviert seinen Ring, was er nicht kann. Man kann nämlich Ring nur auf gegnerische Monster aktivieren, weil wir das Errata spielen. Emma hatte wohl den alten Ring im Kopf. Ich erinnere ihn daran, es hat ihn wieder verdeckt und ich zeige ihm einfach Kaius, Kaius, Ring, BTH, Book und Scoope hier. Also ich hätte den Angriff von Möglichst noch einmal verhindern können, aber ich glaube, mir ist bewusst, dass ich an dieser Stelle hier nicht mehr rauskomme. Daher sage ich, okay, es reicht. Emre, das hast du verdient gewonnen. Man muss sagen, wie gesagt, Emre einige schwierige Fehler gemacht in dem Game. Also hätte er sicherlich einige Sachen besser spielen können, aber auch ich habe es sicherlich nicht ideal gespielt. Gerade in Game 1, wenn ich mir das nochmal angucke, hätte ich eventuell da auf den Game Shot gehen können, statt einfach zu passen und zu verlieren. Wie gesagt, ich wusste, dass er einen Kaios hat, das war wirklich, wirklich schlecht von mir. Und im Endeffekt hat Emre das hier ganz klar im Deckbuilding gewonnen. Denn mein Deck konservativ, stabil, aber einfach nicht explosiv und stark genug. Und obwohl Emres Deck ein bisschen länger gebraucht hat, um in die Gänge zu kommen, hat es einfach mehr Powerplays gehabt. Und da mein Deck so langsam war und es nicht wirklich punishen konnte, verliere ich hier 1-2. Im Endeffekt, wie gesagt, unterm Strich verdient. Ja, und was das jetzt für unsere Außenposition bedeutet, das gucken wir uns doch jetzt mal an, wenn wir uns den Spieltag anschauen. Und das sind die Ergebnisse des 13. Spieltages. Andy schlägt Henry mit 2-1. Ich verliere, wie eben gesehen, gegen Emre mit 1-2. Und jetzt das für mich relevante Ergebnis ist leider der Worst Case. Lukas schlägt Sven mit 2-0. Ist damit jetzt noch mehr in Reichweite, aber ich zeige euch das gleich auf der Tabelle. Und Timo unterliegt gegen Leo mit 1-2. Und damit haben wir folgende Ausgangsposition vor dem letzten Spieltag. Ich stehe immer noch an der Spitze, 3 Punkte Vorsprung vor dem guten Lukas mit einer Differenz, die um 3 Punkte besser ist als die von Lukas. Bei Punktgleichheit entscheidet nämlich die Differenz. Das bedeutet, letzter Spieltag, wie gesagt, spiele ich gegen Lukas. Folgende Situation ergibt sich jetzt. Gewinne ich gegen Lukas, habe ich die Liga gewonnen. So weit, so einfach. Verliere ich mit 1-2. Gegen Lukas. Dann sind wir beide punktgleich, haben beide 30 Punkte. Ich habe eine Differenz von plus 11. Lukas hat eine Differenz von plus 10. Ich gewinne die Liga. Verliere ich aber 0-2 gegen Lukas, haben wir beide 30 Punkte. Ich habe eine Differenz von plus 10 und Lukas hat eine Differenz von plus 11. Also muss ich, um diese Liga zu gewinnen, ein Game gegen Lukas holen. Verliere ich mit 0-2, geht diese Liga an Lukas. Das ist ein wahres Endspiel um den Titel. Auf Platz 3 Leo, der sich durch den Sieg gegen Timo im direkten Duell an Timo vorbeischiebt. Jetzt Dritter ist mit 24 Punkten. Timo Vierter mit 21. Andy und Henry jetzt gleich auf, dadurch, dass Andy Henry schlagen konnte. Und Emre auf dem 7. Platz durch den Sieg gegen mich. Jetzt noch in Reichweite von Andy und Henry. Aber nur noch theoretisch, denn seine Differenz ist so schlecht, dass er beide nicht mehr überholen kann. Sven bleibt auf dem letzten Platz mit 3 Punkten. Hier noch einmal der letzte Spieltag. Schwarz auf Weiß. Henry gegen Timo. Sven gegen Leo, da geht es dann um die Plätze 3 bis 5 jeweils. Emre gegen Andy und das Endspiel um die Meisterschaft, um die Liga, Lukas gegen mich. Ja, rein aus dem objektiven Standpunkt kann es besser spannender nicht sein. Ich kann euch auch sagen, dass Simon, der Schöpfer und Leiter der Liga, richtig, richtig happy war, dass es natürlich am Ende ein direktes Duell um die Meisterschaft gibt. Und auch ich weiß auch, dass alle anderen sehr gehypt waren. Unser Match war sehr antizipiert. Und ich hatte einfach nur Angst, dass ich, nachdem ich wirklich 13 Spieltage lang Tabellenführer war, die Liga am letzten Spieltag noch choke. Und ich habe schon vor die Liga gestartet, hat gesagt, Lukas ist für mich der Favorit auf die Liga. Und dann ist es wirklich letzter Spieltag um die Liga gegen Lukas. Ja, Hinrunde ging 2-0 für mich aus. Also von daher ein gutes Omen. Aber ja, wir haben ja gerade gesehen, das Deck gegen Emre hat nicht funktioniert. Welche Schlüsse habe ich daraus gezogen? Habe ich umgebaut? Bin ich stur geblieben? Das werdet ihr euch jetzt sicherlich fragen und ihr seht jetzt auch sofort, für was für ein Deck ich mich entschieden habe, um diesen finalen Showdown gegen Lukas bestreiten zu können.
Ja, und was ihr hier jetzt seht, überrascht euch wahrscheinlich, aber ich habe wirklich das Gefühl gehabt, das Deck, was ich gegen Emre gespielt habe, war gut genug. Ich dachte, es liegt an anderen Faktoren und habe dem Deck zugetraut, ein Game gegen Lukas zu gewinnen. Nochmal, alles, was ich machen muss, ist ein Game gewinnen. Wenn ich dieses Match 1-2 verliere, bin ich trotzdem Meister. Und ich war mir sicher, dass das Deck stabil und eklig genug ist, um einen Win zu holen. Ein paar Kleinigkeiten, die ich geändert habe, ist, ihr habt gesehen, wie oft der Kaios gegen Emre tot kam. Habe ich mir auch gedacht, gehe weg aus dem Main Deck. Stattdessen 3 Devour Lady Main, um einfach, weil ich auch gemerkt habe, meistens haben die Normal Summons gefehlt. Hab die Ratio im Side Deck ein bisschen verändert, hab Doppelpuddings Rug im Side Deck. Doch gemerkt habe, wie stark sie ist. Und war sehr, sehr, sehr confident, dass ich ein Game gegen Lukas gewinnen kann. Ich habe natürlich auch das Replay seines Matches gegen Sven gesehen. Da hat er ja so einen Gravekeeper Magician gespielt, das, was er eigentlich die ganze Liga über gespielt hat. Ich war sehr confident, dass mein Deck dagegen sehr gut ist. Noch ein bisschen zur Vorgeschichte. Uns war es erlaubt, miteinander zu testen. Ich hatte vor, auch ein paar Test-Sessions zu machen, habe es dann zeitlich aber nicht mehr geschafft. Allerdings hat Lukas mit einigen Leuten ein paar Test-Sessions reinbekommen. So viel kann ich euch verraten. Und ob das für ihn genug war, um die Liga zu gewinnen, ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen. Wir gehen jetzt direkt ins Match gegen Lukas, in das Finale um die Meisterschaft. Nach 14 Spieltagen kommt alles nur noch auf ein Match an. Seid gespannt. Finale. Oh, oder so. Da haben wir es, das Finale gegen Lukas. Nochmal, ein Game reicht mir und ich bin Meister. Gewinnt Lukas 2-0, ist er Meister. Das ist die Voraussetzung, das ist die Ausgangslage. Und wir gehen jetzt direkt rein und gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ich gewinne Rock, Paper, Scissors und stehe direkt vor der ersten Frage. Möchte ich anfangen oder nicht? Ich entscheide mich dazu, anzufangen. Es ist sicherlich auch ein Punkt, der gegen Emre nicht gut geklappt hat, ist, dass ich zu feige war zu Beginn. Und ich glaube, es war die richtige Entscheidung, jetzt zu sagen, Raio First Turn, Momeleo First Turn oder Stratos First Turn ist ein zu starker Play, um ihn nicht zu nehmen. Und ich starte auch direkt mit einer Momeleo. Und ja, wir quatschen noch ein bisschen darüber. Wir haben einen Termin festgelegt und haben noch gewartet, bis es wirklich Punkt 16 Uhr war, damit, weil wir wussten, viele wollen zuschauen. Und ja, haben noch ein bisschen darüber gesprochen, wie aufgeregt wir beide sind, denn wirklich, ja, wir waren wirklich beide gehypt und wir wollten auch beide die Liga jetzt einfach gewinnen. Nach 14 Spieltagen, das alles auf ein Match hinausläuft, ist schon echt wild. Okay, ich normal beschwöre hier meine Momeleo. Es sind keine Handtraps im Format, die das stoppen können, deswegen weiß ich, kriege ich meine BTH. Bin hier relativ confident, setze einfach BTH und Book und gebe an Lukas ab. Und jetzt die große Frage, was für ein Deck spielt Lukas? Er setzt ein Monster, eine Spell Trap und gibt einfach ab. Okay, das verrät nicht wirklich viel, aber Set Monster ist super, denn ich habe ja Grandmole. Und ja, kann damit einfach Passivität gnadenlos bestrafen. Greife hier mit dem Grandmole an. Und wir sehen hier Thunder Dragon Dark von Lukas. Ja, ich habe euch eigentlich bei jedem Set immer gesagt, oh, da ist eine neue Thunder Dragon Support Karte, da ist eine neue Thunder Dragon Support Karte. Das war so ein bisschen auch Foreshadowing, denn ja, jetzt am letzten Spieltag hat Lukas tatsächlich Thunder Dragon ausgepackt. Das ist auch das erste Mal, dass er spielt. Schreibe ich auch in den Chat, oh wow, weil damit habe ich echt nicht gerechnet. Und erstmal Props an Lukas, dass er das Thema gesehen hat, denn jede einzelne Karte, die er spielt, hatte ich auch. Ich habe das Deck auch komplett gedraftet, habe mich aber nicht rangetraut. Lukas traut sich ran, wirft den Dragon Dark ab, um sich einen Dragon Dark zu adden. Soweit, so gut. Und aktiviert jetzt Karma Cut. Eine starke Karte. Er wirft eine Karte von seiner Hand ab und banisht eins meiner Monster. Wirft hier den Dragon Dark ab, den er sich gerade gesucht hat. Und ich verliere hier meinen Momeleo, lasse das durch, mein Grandmole, lasse das durchgehen und greife jetzt in die Dragon Matrix an. Ja, wenn ihr euch an meinen allerersten Spieltag erinnert, da habe ich die auch im Deck gespielt. Da ist sie wieder, die Dragon Matrix. Seit dem ersten Set dabei, jetzt aber mit einem vollen Thunder Dragon Deck um es herum. Tributiert hier die Matrix für einen Dragon Roar. Ja, und ja, ich bin ehrlich mit euch, als ich gesehen habe, Lukas spielt Thunder Dragon, dachte ich schon, okay, die Liga ist weg. Weil das Deck ist so stark und Lukas ist ein fantastischer Spieler, der Erfahrung mit dem Deck hat. Und deswegen wusste ich, okay, das wird jetzt extrem, extrem schwierig. Ich lasse den Summon hier durch. Ich hätte das BTHen können, entscheide mich aber dagegen. Und jetzt sucht sich Lukas erstmal eine Matrix durch die Effekte seiner Matrix. Verbannt hier Dragon Roar und Matrix
Für Dragon Duo. Ja, zwei Achtermonster, was man specialen kann, die man zwei ein Light und ein Dark verbannt. Die beiden triggern, wenn sie im Friedhof verbannt wurden. Ihr seht schon, warum das Deck wirklich, wirklich strong ist. Ich denke über die Beschwörung nach und entscheide mich dazu, jetzt zu BTH'en, nehme das Duo hier weg und jetzt aktiviert sich der Effekt von Dragon Dark und er sucht einen Dragon Hawk. Ja, wer in dem Format gespielt hat, weiß, wie gut das Deck ist. Discard, Hawk und Hawk, der targetet nicht. Deswegen specialt er hier einfach den Duo zurück. Das Duo zurück. Ja, hat die BTH nicht viel gemacht. Ja, ich werde hier einfach komplett overwhelmed. Duo läuft über die Mimoleo oder möchte es. Ich bucke das Duo. Aber er hat immer noch einen 2-4er-Bieter. Und kann jetzt einfach meine Mimoleo im Kampf zerstören. Mit dem Roar. Und ja, plötzlich stehe ich so gut wie ohne Ressourcen da. Habe nur noch Mimoleo, zwei Traps und ziehe jetzt in den Stratos. Was sicherlich ein guter Top-Deck ist. Aber jetzt hier mit einem Stratos gegen Thunder Dragons zu spielen, wirkt auch tatsächlich ein bisschen, ein bisschen wie mit Papierkugeln auf ein Steinhaus werfen. Ja, was soll ich sagen? Das ist wirklich, wirklich angsteinflößend. Greife hier das Setmonster an. Der nächste Karma-Cut wirft noch eine Matrix ab und verbannt den Stratos. Hat natürlich auch... Die beiden Karma-Cuts waren auch absolut notwendig, weil hat er die hier nicht, hat er eine deutlich schlechtere Position. Ich setze hier zwei Traps, denke mir, okay, ich habe Mirror Force, ich habe BTH, ich habe hier genug, um hier eventuell rauszukommen. So, das ist okay, er hat jetzt relativ viele Ressourcen reingebuttert. Ich kann das gewinnen. Sehe, Tribut Raw, alles klar. Normal Summon Möbius. Und das war der komplette Overkill. Und ich kann da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Der gute Simon, also der Ligagründer und ich, haben eine Zeit lang im selben Haus gewohnt. Und er war im Stockwerk über mir und hat das Finale eben geguckt. Und ich habe seinen Ausruf des Oh mein Gott, habe ich bis unten hingehört. Also, weil er wirklich so, oh Mann, der Möbius. Und der kam so klatsch. Und ja, der Möbius ist natürlich einmal random im Main Deck, kam hier Top Deck, unfassbar klatsch. Kann jetzt hier Möbius und Roar unchain, targetet beide. Ich kette die BTH, um immerhin den Möbius zu nehmen. Ja, verliere hier aber meine Mirror Force, was richtig, richtig klatsch ist. Roar triggert, Special Summoned Hawk. Flip das Duo, greift für 2-8 an. Ich habe keine Traps mehr. Eieieiei. Ey, der Möbius war echt brutal. Hawk geht wieder zurück auf die Hand durch den Effekt von Roar. Aber ohne den Möbius hätte ich hier das eventuell sogar noch gewinnen können. Aber so geht jetzt gar nichts mehr. Jetzt letztes Mal hatte ich zu wenig Monster, jetzt habe ich zu viel. Normal hier den Grand Mole. Duo aktiviert sich. Was macht er jetzt nochmal? Ah ja, genau. Er kann jetzt sich jetzt noch ein Thunder Dragon Monster adden. Ich glaube, das hat er gemacht. Oder so. Mehr hat auch nicht wirklich viel. Also ich, die Thunder Dragons sind einfach alle insane. Discard Hawk. Special Summon Dragon Roar. Reborn hat er natürlich auch, Target den Dark und ich scoope hier direkt, denn das ist Game. Ja, da wurde ich einmal richtig schön rasiert, aber jetzt fällt mir wieder das Mikro entgegen, keine Ahnung, warum das immer passiert, aber jetzt haben wir wirklich den ultimativen Showdown, das ultimative Finale. Dieses Game entscheidet jetzt die Liga. Game 3, falls es das gibt, ist irrelevant. Gewinne ich Game 2, habe ich die Liga gewonnen. Gewinnt Lukas Game 2, hat er die Liga gewonnen. 14 Wochen. Es waren, glaube ich, sogar ein paar mehr mit Vorbereitungen, mit kurzen Fristen, wo wir ein bisschen mehr Zeit hatten. Aber 14 Spieltage, über 14 Wochen. Alles entscheidet sich in diesem einen Game. Wer dieses Game gewinnt, gewinnt die Liga. Und das ist einfach insane. Und ich habe jetzt die unfassbar schwierige Frage. Möchte ich anfangen? Möchte ich ihn anfangen lassen? Und ich habe mich entschieden, Game 1 anzufangen. Und mit dem Gedanken, Raio beschwören, Mimoleo beschwören, Stratos beschwören. Mein Gedanke hier war aber, Thunder Dragon hat nicht so super viele Plays, wenn es anfängt. Und das Deck ist stärker als ich. Es Power Creept mich einfach. Meine einzige Chance ist, dass er eine Hand hat, mit der er nicht viel machen kann, was passieren kann. Und indem ich ihm 5 Handkarten gebe, erhöhe ich die Chance dazu. Deswegen entscheide ich mich dazu, ihn anfangen zu lassen. Und ich habe am Ende mit Lukas darüber viel diskutiert. Er meinte, er gibt mir recht, das war definitiv ein richtiger Gedanke. Zahlt er sich aus, ist ja die Frage. Ich starte mit einem Raio. Das ist schon mal bitter, weil fange ich hier an, kann ich Raio normeln. Und wäre Raio ein Faktor gewesen? Das ist jetzt hier das,
was wir uns fragen müssen. Natürlich wäre er das gewesen, denn wir sehen Discard Thunder Dragon von Lukas. Discard zweiten Thunder Dragon, add dritter Thunder Dragon. Okay, das hätte Raio verhindern können. Dann sehen wir hier Thunder Dragon Fusion. Oh mein Gott. Ja, er kann die beiden Thunder Dragons wieder zurückschaffeln und holt jetzt hier kein Titan, kein Kolossus, die waren nämlich nicht verfügbar, aber den doppelköpfigen Donnerdrachen. Der war verfügbar. Ja, es ist ein 2-8er Bieter. Warum nicht? Außerdem kann er jetzt einfach wieder Donnerdrachen diskarden und sich einen Donnerdrachen adden. Hat jetzt hier also einige Ressourcen generiert, wirft den Dragon Roar ab. Das erlaubt ihm, jetzt einen weiteren Thunder Dragon zu adden. Und wir sehen schon, was hier gerade passiert. Er snowboardt hier gerade wieder richtig in seine Effekte rein, setzt noch ein Monster und passt. Die Hand ist echt nicht geil. 5 Monster, nur eine Trap, das ist nicht das, was ich sehen wollte. Normal hier den Cyber Dragon. Normal hier den Grand Maul. Klar, ich hätte hier auch Raio holen können, aber mein Gedanke war, ich muss irgendwie versuchen, den Twin Head vom Feld zu bekommen. Hätte ich eine Mirror Force oder eine Saku oder einen Ring gehabt, wäre alles kein Problem gewesen. Wäre ich Thunder Dragon Raio gegangen und hätte Schutz gegen den Twin Headed gehabt. Hatte ich hier aber nicht. Deswegen entscheide ich mich dazu, ist es mir wichtiger, den Twin Headed zu entsorgen. Ich weiß ja, 2 seiner Handkarten sind Donnerdrachen. Ist also nicht so relevant. Greife jetzt hier mit dem Cyber Dragon über seine Set an. Es ist eine Matrix, eine weitere Karte, die sucht. Der Raio wäre hier so wichtig gewesen, aber ich konnte es mir hier nicht leisten, ihn zu beschwören, weil er wäre einfach rübergerannt mit dem Twin Headed. Das hätte ich nicht verhindern können. Setze jetzt hier die BTH und muss jetzt einfach nur hoffen, dass er jetzt keine Plays hat, mit denen er mich overwhelmt. Das ist jetzt einfach meine Hoffnung. So, er fragt schon, ob irgendwas von der Mainphase kommt. Das bedeutet, Lukas hat auf jeden Fall Plays und das bedeutet, boah, ich bin am Arsch, ne? Banish Dragon Roar, Banish Matrix für Duo. Da ist wieder das Duo. Matrix und Roar bilden eine Kette. Ich muss hier BTH'en, weil ich muss das Duo vom Feld bekommen. Aber er kann sich jetzt wieder Donnerdrachen specialen und adden. Edit eine Matrix, specialt hier ein Dark. Und kann jetzt hier potenziell wieder Action machen. Jetzt kann er die Thunder Dragon Fusion verbannen, kann sich einen Dragonhawk suchen. Wir wissen ja, was Dragonhawk macht. Discardet sich, specialt hier Dragon Duo aus dem Banished Pile. Greift über den Cyber Dragon an. Ja, der Raio First Turn wäre, wenn man überlegt, ja viel hätte. Und ja, hätte ich angefangen, hätte ich die gleiche Hand gehabt, hätte ich den Raio gelegt. Das wäre ein ganz, ganz anderes Spiel gewesen. Es ist aber nicht so. Lukas addet sich einen Raw und ich muss irgendwie versuchen, mit meinem Deck, was sich ein wenig gepowercreeped anfühlt, hier rauszukommen. Aber wir sehen jetzt hier schon Normal Raw. Jetzt addet er sich noch einen Hawk. 6 Handkarten, einen 2-8er, einen 2-4er auf dem Feld. Es kommt noch eine Backroll, könnte wieder ein Karma-Cut sein. Ich ziehe in einem Reborn, sicherlich ein guter Top-Deck. Frage ist, hilft mir das irgendwas? Es ist ja auch nichts im Friedhof, was mir wirklich was bringt. Ich kann ja ein Cyber-Dragon-Special. Das geht durch. Dann normal ich hier einen Grand Maul. Das geht auch durch. Und dann setze ich hier einfach nur die Reborn als Bluff verdeckt und gebe ab, weil ich keine andere Wahl habe, großartig was zu machen. Ja, komme immer noch nicht so wirklich dazu, hier den Raio zu normeln, weil ich einfach den Schutz brauche. Und Lukas zieht in seine 6. Handkarte, hat jetzt unendlich viele Optionen, greift einfach einen Cyber Dragon an, will nicht overextenden, ist sicherlich vernünftig. Aktiviert jetzt den Effekt von Duo, da er was zerstört hat, kann er jetzt, er verwandt einfach nur den Dragon Roar, der triggert und sucht sich ein weiteres Duo. Ja, Dark sucht sich 100 Dragon Fusion. Ja, greift mit dem Hawk über den Mumileo an. Ich möchte den Effekt aktivieren und er legt mir noch einen Steel Drain hin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Spätestens jetzt ist doch egal, ob ich einen Raio habe oder nicht. Er hat super starke Monster, die in der Hand und im Friedhof und im Banish Pile triggern. Hat noch Skill Drain auf dem Feld. Wirft jetzt sogar hier Thunder Dragon Fusion fürs Handkartenlimit ab. Ziehe jetzt in einen Ring, der kommt natürlich viel, viel zu spät. Habe 2 Monster, die nichts, aber auch wirklich gar nichts ausrichten können. Gucke noch, ob ich irgendwas reborn kann, ob ich irgendeinen Play habe, ob ich das irgendwie hier retten kann. Aber, ja, ist glaube ich kein großer Spoiler, wenn ich sage, das wird extrem schwer. Nightbeam bei Lukas nimmt mir jetzt hier noch den Ring, also sogar die Karte, die ich hätte aktivieren können. Nightbeam sagt natürlich, ich kann die Karte nicht unchain. Dementsprechend konnte ich den Ring hier nicht aktivieren. Hawk holt den Dark. Ich bin ein bisschen mad. Ich meine, kann es nicht sein, dass du immer so ziehst. Zeig ihm meinen Raio, meine Reborn, meinen Grand Maul. Und ja,
Damit bleibt mir noch eine Sache zu sagen an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch an Lukas zum Sieg der Yu-Gi-Oh! Ticket Draft Liga Season 1. 13 Spieltage lang war ich auf Platz 1. Am 14. Spieltag bin ich auf Platz 2 und der 14. Spieltag ist alles, was mattert. Lukas hat diese Liga am Ende gewonnen und das, muss man sagen, unterm Strich verdient. Wenn man ein Fazit zu diesem Match sagen möchte, so ähnlich wie Emre hat Lukas das Match einfach im Deckbuilding gewonnen. Und Full Credit an Lukas hier. Ich hätte das Deck genauso spielen können, ich hätte die Karten auch alle. Ich habe es nicht gesehen, ich habe mich nicht getraut, ich habe nicht so viel getestet wie er. Ich dachte, mit meinem konservativen Stil komme ich auch die letzten beiden Spieltage noch durch. Das ist nicht passiert. Und damit gewinne ich die Liga leider nicht. Ich zeige euch nochmal den letzten Spieltag, die finale Tabelle und dann bekommt ihr noch ein paar Abschlussworte von mir zu dem ganzen Projekt. Bevor wir aber auf die Tabelle schauen, noch einmal der letzte Spieltag, kompakt, alle Ergebnisse. Henry schlägt Timo mit 2:0, Sven unterliegt Leo mit 0:2, Emma unterliegt Andi mit 0:2 und wie eben gesehen besiegt Lukas mich mit 2:0. Und hier haben wir die finale Tabelle in all ihrer Pracht und ja, wir sehen Lukas auf dem ersten Platz mit 30 Punkten und einer 21:10 Bilanz plus 11 gegen meine 21:11 Bilanz plus 10. Ja, ich habe das Ganze auch dreimal nachgerechnet, nachdem es auch schon feststand, weil einfach, oh, gibt es da nicht doch noch irgendwo ein Schlupfloch für mich? Aber nein, ich habe die Liga wirklich am Ende verloren und ich bin ganz ehrlich, ich habe damit lange zu knabbern gehabt daran, weil ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und als ich in die Liga gegangen bin, war mein Ziel so Top 3 wäre nice. Ich meine, das habe ich geschafft, ich bin Zweiter geworden, alles gut und ich habe eine sehr, sehr, sehr gute Season gespielt. Aber natürlich, wenn man so lange, vor allem klackerterweise mit 6 Punkten vorne, auch zwei Spieltage vor Schluss mit 6 Punkten vorne, da denkt man einfach, okay, ich will das jetzt auch nach Hause fahren und die Liga gewinnen. Aber ich muss ganz klar sagen, ich habe einen sehr konservativen, stabilen Spielstil gehabt, auch einen Deckbuilding-Stil, der sich lange, lange bewährt hat, der aber am letzten Spieltag einfach nicht mehr zeitgemäß war. Also am Ende war der Kartenpool zu stark und ich hätte einfach anders spielen müssen, andere Karten nutzen müssen. Hab das nicht gemacht, ich war zu sicher, war zu confident. Und Full Credit an Lukas, ein tolles Comeback gefeiert und am Ende ja, lag alles wirklich an einem einzigen Game. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wenn ihr die Folgen geguckt habt, ihr habt die Matches gesehen, gab es einige Matches, wo ich nur ein 2-1 geholt habe oder wo ich 0-2 verloren habe, wo bestimmt noch ein Game drin war. Dann fragt man sich natürlich, boah, hätte ich nicht da ein Game mehr gewinnen können, da ein Game mehr. Ja, sollte aber nicht sein. Daher Lukas noch einmal herzlichen Glückwunsch an die Liga, sehr, sehr verdient gewonnen. Lukas ist nicht nur einer der besten Spieler, den ich kenne, sondern auch einer der sympathischsten, nettesten, bescheidensten Menschen der Welt. Und wenn das einer verdient, dann Lukas. Und ja, wir haben auch auf der Deutschen Meisterschaft eine kleine Siegerehrung gemacht, weil da waren nämlich von den 8 Teilnehmern 7 da. Und es gab sogar einen kleinen Pokal für Lukas, für den Sieger. Ich hätte gerne diesen Pokal jetzt hier euch gezeigt und im Videohintergrund für Aufnahmen gehabt. Aber ich habe ihn mir nicht verdient. Also ja, Lukas gewinnt das Ding. Ich auf Platz 2. Leo möchte ich auch nochmal hervorheben. Nach holprigem Start am Ende nur 3 Punkte hinter uns auf Platz 3. Also Lukas und ich haben die Liga jeweils mit einer 10:4 Bilanz abgeschlossen. Lukas also mit einer 9:5 Bilanz. Auch das sehr, sehr stabil. Und dahinter wird es super eng. Timo, Andi und Henry alle mit 21 Punkten. Also mit einer 7:7 Bilanz am Ende. Alle punktgleich. Timo, die beste Differenz von den dreien, daher er Vierter. Und ihr seht jetzt, Andi und Henry haben genau die gleiche Differenz, nämlich beide 18:17. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum ist denn Andi Fünfter und Henry Sechster? Ganz einfach, bei absoluter Punkt- und Differenzgleichheit zählt der direkte Vergleich. Und Andi konnte Henry zweimal besiegen und dadurch ist... hat Andi den direkten Vergleich gewonnen und ist einen Platz über Henry. Auf dem 7. und vorletzten Platz dann Emre mit 15 Punkten. Aber auch Emre hat eine starke Season gespielt. Emre ja nur unterm Strich 5 Siege, aber 3 dieser 5 Siege waren gegen die beiden Spitzenreiter. Emre hat ja mich einmal bezwungen und Emre hat beide Spiele gegen Lukas gewonnen. Wenn man sich überlegt, Lukas hat die Liga gewonnen mit einem 10:3 und hat beide Spiele gegen Emre verloren. Also
Eine Menge Potenzial dabei, Emre. Und Sven, es war nicht seine Season, trotzdem toll, dass er dabei war, dass er durchgezogen hat. Am Ende mit 3 Punkten konnte sich mit einem Sieg aus der Liga verabschieden. Und ja, das ist die Abschlusstabelle. Das ist all das, was das angeht zur Liga sagen kann. Aber ich möchte jetzt auch ein paar Abschlussworte an euch richten. Denn das war jetzt logischerweise die letzte Folge dieses Projekts. Aber wie gesagt, dazu jetzt einmal ein bisschen mehr. Ja, wie gesagt, dieses Projekt ist jetzt beendet. Und es ist irgendwie ziemlich surreal, dass jetzt ich führe diesen Kanal jetzt schon ein Jahr lang und habe schon über 100 Videos hochgeladen. Aber das ist das erste Projekt, was wirklich beendet ist. Weil die meisten meiner Projekte ja so mehr oder weniger Open-End sind oder einfach immer weitergehen. Aber die Ticket-Draft-Liga ist vorbei. Alle Spieltage sind gecovert. Und das war's damit also für dieses Projekt. Und ich möchte noch ein paar allgemeine Worte sagen. Erst einmal danke ich Simon sehr noch einmal dafür, dass er die Liga gemacht hat, dass er sich die Mühe gemacht hat, sich das Konzept auszudenken, sich die Sets auszudenken, die ganze Liga zu leiten, uns in den Arsch zu treten, wenn wir nicht gedraftet oder nicht gespielt haben und generell einfach ein fantastischer Spielleiter war. Vielen Dank an alle 7 Teilnehmer, die dabei waren. Ich kenne das aus der Vergangenheit, dass man Draft-Ligen nicht durchzieht, weil es schwer ist, über 14 Wochen lang 8 Leute konstant dabei zu halten. Wir haben aber alle durchgezogen und das ist wirklich, wirklich gut. Das ist auch der Grund, warum ich die Liga quasi nicht live hochgeladen habe, also immer dann, wenn sie gespielt wurde, sondern erst, ich habe ja die ersten Videos erst gemacht, wenn die Liga beendet war. Das hatte eben auch den Grund, dass ich mir am Anfang nicht sicher war, ob wir die Liga überhaupt durchziehen, aber das haben wir. Und das ist wirklich, wirklich großartig. Natürlich tut es immer noch ein bisschen weh und ich muss auch sagen, bei jedem Video, was ich gemacht habe, hatte ich so ein bisschen Schmerzen in der Brust, weil ich wusste, dass ich die Liga nicht gewinne. Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden mit meinem Ergebnis. Ich habe sicherlich nicht fehlerfrei gespielt und am Ende muss ich sagen, Lukas hat zwar mit nur einem Differenzpunkt am Ende gewonnen, aber ich hatte die Chance im direkten Endspiel, habe sie vergeigt. Ich hatte sogar die Chance davor gegen Emre. Ich habe 2 Matchbälle gehabt, habe beide nicht verwandelt und dann habe ich die Liga auch verdient nicht gewonnen. Dann habe ich sie am Ende weggechockt. Es ist, wie es ist. Gratulation an Lukas daher für den Sieg. Nun habe ich euch ja schon einige Male auch während des Projekts gesagt, dass es eine zweite Season gibt. Diese zweite Season läuft gerade, wir sind mittendrin, wir sind gerade in der Rückrunde. Und eigentlich war von vornherein geplant, dass ich, wenn die erste Season gut läuft, auch die zweite Season als Projekt bringe. Jetzt muss ich euch aber sagen, dass Stand jetzt mein Plan ist, die Liga eher nicht auf YouTube zu veröffentlichen. Das hat ein paar Gründe. Der erste Grund ist, dass die Videos hier, sage ich mal, also sie machen mir großen Spaß. Ich mache sie sehr gerne. Ich merke aber auch, dass sie von den Projekten, die ich mache, nicht so gut angenommen werden, was überhaupt nicht schlimm ist. Also ich freue mich über jeden, der meine Videos guckt und ich habe auf gar keinen Fall irgendwie die Erwartung, dass Videos gewisse Klicks machen. Deswegen mache ich keine Videos, ich mache Videos, weil sie mir Spaß machen. Und trotzdem merke ich eben, dass andere Videos deutlich, deutlich, deutlich besser ankommen. Und vor allem, das ist die andere Sache, ist dieses Projekt ja eins meiner aufwendigsten Projekte. Also ich sitze deutlich, deutlich länger. Zum Beispiel, also ich brauche insgesamt mit Vorbereitung, mit Aufnahme, mit Schneiden, mit allem drum und dran, brauche ich, glaube ich, 3 oder 4 Mal so lange für so eine Folge, als für eine Road to God Folge. Und Road to God kommt dann einfach viel, viel besser an, macht viel mehr Klicks, hat viel mehr Resonanz bei euch, ihr habt da viel mehr Bock drauf. Und dann ist natürlich auch so die Frage, ja, lohnt es sich dann eben nochmal so viel Zeit und Energie eben in dieses Liga-Projekt zu stecken für die nächste Season, wenn im Endeffekt das Projekt einfach nicht so gefragt ist, was wie gesagt überhaupt kein Thema ist. Und der andere Grund ist noch, dass ich ehrlich gesagt an der jetzigen Season nicht so viel Spaß habe wie an der ersten Season. Das hat ein paar Gründe, muss ich jetzt auch nicht genauer darauf eingehen. Auf jeden Fall habe ich selbst auch nicht so die Riesenmotivation gerade dazu, Videos zu machen. Aber ja, das mal ein paar Worte zu Season 2. Wenn ihr Season 2 sehen wollt, wisst ihr, was ihr zu tun habt, schreibt es mir, guckt die ganzen Parts, liked die Parts davor, schreibt mir fleißig in die Kommentare. Und wenn ich wirklich merke, ey, ihr habt richtig, richtig Bock auf Season 2, dann kommt die natürlich. Das ist klar. Also wenn ihr das haben möchtet, dann kann ich euch da natürlich nicht widersprechen. Ja, ansonsten bin ich immer über Feedback und alles dankbar. Wie gesagt, mit diesem Video geht jetzt hier ein Projekt zu Ende. Ich habe viele weitere Projekte auf dem Kanal, die auch alle noch eine Weile laufen. Bin im Moment bei 3 Videos die Woche, wie ihr vielleicht gesehen habt. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst gerne ein Abo. Gebt mir auch gerne ein Like. Ich hasse es, um solche Sachen zu betteln, aber man muss es, glaube ich, einfach machen. Also immer, wenn ich Leute um Rat frage, so, ey, was kann ich in meinen Videos verbessern, sagen die auch immer, ja, frag nach Likes, frag nach Abos. Ich will das aber eigentlich gar nicht. Würde ich ja nicht anbetteln.
Deswegen weiß ich nicht, was wollte ich drauf hin. Wäre ziemlich cool. Und ansonsten wird es jetzt. Werden alte Projekte weitergehen, es werden neue Sachen gestartet auf meinem Kanal. Ich danke euch alle dafür, dass ihr dabei wart. Und ja, vielleicht gibt es ja auch in Zukunft noch ein paar Leute, die diese Playlist entdecken und die Videos einfach durchbingen und Bock auf die Liga haben, Spaß an der Liga. Ja, wenn euch die Liga gefällt, dann lasst auch ein Abo bei Simon. Ich verlinke seinen Channel in der Videobeschreibung. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke für Simon für die Leitung, an alle Teilnehmer fürs Spielen. Es hat großen Spaß gemacht. Es war richtig cool, mit euch so in Verbindung zu bleiben. Und danke an euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in einem alten oder neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Sinne, Return Winner out und ciao.